Drei Tore im Europa-League-Finale gegen Bayern 04 Leverkusen. Eine 10 von 10 Bewertung. Ein dickes GG an EA, dass der Mann diese Karte bekommen hat. Auf jeden Fall sehr verdient. Er wird in diesem Video getestet in der Weekend League. Dann die Renato Sanchez SBC, die Flashback SBC. Immer eine extrem geile Karte in FIFA. Macht Bock zu zocken. Ich glaube, der wird komplett OP sein. Außer Defensive hat er jeden Face-Stat über 90. Das ist schon eine sehr heftige Sache. Und der hat auch coole Playstyles. Das auf jeden Fall an der Stelle. Und dann Giroud habe ich als Leihkarte bekommen. Hätte ich aber so oder so gekauft, weil ich glaube, das ist die nächste krasse Bugkarte und wir fangen direkt mal mit ihm an. Warum eine Bugkarte? Wir müssen auf jeden Fall den Campstyle ändern. Das müsste Engine sein. 5 Sterne Skills bei Giroud, sehr cool. 4 Sterne Weakfoot, aber besonders sind natürlich die Playstyles. Einmal hat er Powershot, aber Finesse in Silber. Da müssen wir gucken, wie gut die kommen. Dann hat er akrobatisch und vor allem halt in der Luft. Und wir alle wissen, der Mann ist groß, der ist 1,93, hat dazu eine Sprungkraft von 99. Also worauf das hinausläuft, wissen wir, denke ich, alle. Flanken auf den zweiten Pfosten. Deswegen werde ich den im 4-3-2-1 als rechten Stürmer spielen, im 4-4-1-1 als rechten Mittelfeldspieler, damit eben diese Backflanken auf den zweiten Pfosten kommen. L1-4-Eck, ansonsten noch 99 Schusskraft, 95 Pace ist auch gut. Die Beweglichkeit sieht jetzt von den Stats nicht ganz so gut aus und mit der Größe wird es auch kritisch sein. Deswegen werden wir jetzt noch als Campstyle eine Engine draufhauen. Ich denke, das ist die beste Wahl. Und ansonsten habe ich echt Bock auf die Karte. Aus meiner Sicht einer der underratedsten Stürmer seiner Generation. Der hat schon sehr Großes geleistet, muss man sagen. Verlässt den AC Milan nach der Saison, geht nach Amerika, ich glaube zu LA Galaxy, bin aber nicht hundertprozentig sicher, und spielt seine letzte EM für Frankreich. Und auch da wird er in dem hohen Alter noch gesetzt sein, das ist schon heftig. Bin ich sehr gespannt, wie der da performt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Stürmer, ziemlich underrated. Dann die Renato Sanchez-Karte, da auf jeden Fall ein Shadow drauf, weil schwächste Fähigkeit ist halt die Defensive. Der ist immer super beweglich, der hat gutes Tempo, der hat immer einen richtig krassen Schuss. Ich glaube, FIFA 22 war das, wo man mit dem die Freistöße da reinfetzen konnte, ohne Ende. Das war auf jeden Fall heftig. 97 Aggressivität, 96 Stärke, das ist auf jeden Fall ganz cool. Deswegen Shadow als Campstyle, um nochmal die Defensive zu pushen. Da geht auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ansonsten 4 Sterne, 4 Sterne. Hoch, hoch wird im 4-3-2-1 als offensiver Achter spielen. Der soll nach vorne arbeiten, der soll ackern, der soll Tore machen. Bin ich gespannt. Playstyles sehen auch ganz gut aus. Hat 2 Defensiv-Playstyles, hätte mir hier vielleicht noch den Waschbären gewünscht, das wäre optimal. Aber er hat Technik in Gold und das ist natürlich cool mit der Beweglichkeit, mit der 1 in den Strafraum ziehen. Dazu die Rakete, schneller Schritt, ist auch nicht schlecht. Und er hat weiter Pass in Gold. Ich hätte mir noch vielleicht einen anderen Pass-Playstyle gewünscht, Schnittstellenpass oder entscheidender Pass. Aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm, werden wir auf jeden Fall testen. Ich finde auf den ersten Blick die SBCs vom Preis her auch ganz gut getroffen. Muss man gucken, wie sich das verhält. Aber finde ich ganz gut getroffen. Das gleiche gilt auch für Lookman. Dem geben wir jetzt direkt einen Hawk. So war das nämlich, dann habe ich es gerade eben falsch gemacht. Er bekommt einen Hawk und Giroud bekommt, wie besprochen, auf jeden Fall die Engine. Wir gucken uns jetzt sofort Lookman an, aber da ist auf jeden Fall Hawk die richtige Wahl. Ja, 3 Tore gegen Leverkusen, hätte ich nicht mit gerechnet. Absoluter Fehleinkauf bei RB Leipzig und kocht da jetzt das beste Team Europas mit diesem Streak weg. Das ist schon krass. 5 Sterne Skillmoves, 5 Sterne Weakfoot, auf jeden Fall gerecht geworden. EA der Sache, hat gute Stats, solides Tempo, gute Abschlusswerte, Beweglichkeit 97, 94, Balance ist dazu, glaube ich, 1,74, yo. Deswegen ist das auf jeden Fall ganz gut. Hat auch eine gute Physis, trotz der Größe ist nicht ganz so schlecht. Gutes Passspiel, das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Und dann haben wir hier die Playstyles, angeschnittener Schuss leider nein, aber Powershot, das ist schon mal ganz gut als Playstyle Plus, kann man benutzen, wenn man dafür ist und der hat halt eine gute Ballkontrolle. First Touch ist aus meiner Sicht ein sehr underrateder Playstyle, deswegen ist das auf jeden Fall ganz cool und Technik in Gold auch. Ich glaube, der wird ein überragendes Dribbling haben. Wir gehen rein in die Weekend League, ansonsten haben wir, glaube ich, keinen neuen Spieler dabei, alle schon mal im Team gewesen und ich hoffe, die Jungs kochen. Ramos, den hätte ich gerne in meinem Real Madrid Past and Present gehabt. Der kommt am nächste Woche, wir spielen Montag damit die Weekend League durch und Cruyff 97er, das ist nicht schlecht. Oh, Giroud durch, mit dem Stick vorlegen. Komm, Olivier, die Physis dazu hasse. Die Physis hasse. Die Physis hast du! Ist das offensiv verteidigt? Ist das offensiv verteidigt? Ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Wir schicken Renato mal los. Boah, gutes Tempo. Gutes Tempo. Eigentlich sehr schlechtes Timing vom Pass, dass der durchkommt, krass. Wir gucken, dass wir jetzt die Flanke auf Giroud hinbekommen. Die kommt. Er nutzt die nicht, aber der Rebound dürfte drin sein. Naja, der dürfte drin sein. Aber war auch nicht grün der Erste. Und Renato Porschus. Die Karte, kann ich jetzt schon sagen, macht richtig Bock. Also im ersten Spiel herausragender Mann Renato Sanchez. Team sieht auch gut. Also mittlerweile trifft man auch keine schlechten Teams mehr. Das ist einfach so. Schade, Lookman. Schade, Lookman. Ja, wir stecken jetzt Renato im richtigen Moment durch. Ein super Pass von Lookman. Gutes Dribbling von Renato Sanchez. Perfektes Timing.
Ja, langer Pass-Playstyle von Renato. Und genau so kommt er auch. Und mach ihn, Lookman. Playstyles in FC24. Wir lieben die schnellen Quiz. An der Stelle nochmal der Hinweis. Montag im Livestream die komplette Weekend League mit Real Madrid Past and Present. Video kommt dann spätestens Mittwoch hier auf dem Kanal. Und den Giroud durch. Geh, Olivier. Was? Oh mein Gott, die ganze Aktion zeigt, wie schlecht dieses Spiel ist. Also wie kann man so bodenlos verteidigen? Nach dem Anstoß kriege ich keinen Zug. Dann drückt er den Greedy und jetzt geht er. Genau. Dann wiederholen wir eben das dritte Spiel nochmal. Das Team sieht nicht ganz so gut aus. Boah, 84er Rafinha, heieiei. Oh, und wir verteidigen zu Beginn schon wieder richtig gut. Ich liebe es. Und dann ist auch schon Start gedrückt. Aber dadurch, dass er das Tor gemacht hat, bleibt er drin. Sonst wäre es ein Quid bei 0-0 geworden. Das ist mein Call. Das sieht doch gut aus, Lookman. Hacke zu Hacke war mal. Genau, das wollte ich gerade noch sagen. Ich bin mir ziemlich sicher, er wird dann bei 1-1 quitten. Einfach aus Prinzip. Harry mag Eier. Sehr witzig. Wir wiederholen das dritte Spiel jetzt zum dritten Mal. Und auch das sieht wieder nicht so krass. Sieht okay aus. Okay, Hauptsache er bleibt drin, bis wir führen. Schick mal den Lookman durch. Pace hat der Mann. Und Powershot. Und drin das Ding. Wie der blind rumtackelt, wie der einfach komplett blind kreisband. Blick außen den King Kai durch und jetzt mal hinten kommen, Giroud. Hinten jetzt mal kommen. Das ist eigentlich der Spot, querlegen und Lookman machen. Geht doch. Super Pässchen. Und nochmal unten durch, komm Lookman. Jetzt überdreht der Lookman und dann ist er weg. Vorgeführt. Bisher bin ich eigentlich von allen Karten relativ überzeugt. Diese Fekir-Karte, Leute, guckt euch mein Review an. Überragend. Gut, Rüdiger. Und geh. Giroud muss hinten mal das Tempo machen. Sitzt der Finesse? Der sitzt noch nicht mal grün und der sitzt. Die habe ich bei dem eSports bei der Champions League gesehen. Diese Variante ist so gut. Der Gegner spielt einen auf. Und wie? Hat er sich verdient, das Tor? Hat er sich verdient? Oh mein Gott, gut gespielt. Lassen uns hier die Butter vom Brot nehmen. Gut gespielt. Weil er oben das Abseits aufhebt. Und dann auch noch abgekocht wird. Und dann auch noch rotes Time-Finish. Und dann liegen wir zur Halbzeit zurück. Lookman durch. Super Pass. Ja, ja. Und dann ist akrobatisch der Playstyle. Ich glaube, das erste Mal, dass ich den nutze. Gegner ist echt nicht so schlecht, muss ich sagen. Der ist echt nicht so schlecht. Und querlegen. Geil. Geil. So das Tor zu machen ist geil. Ist das gut, Lookman? Ist das gut? Das ist halt so einfach bei dem Spiel. Einen Seiten wechseln und dann kriege ich keinen Zugriff. Es ist so einfach bei dem Game. Das ist halt einfach. Das ist cleaner Fußball ohne irgendeinen schwachsinnigen Seitenwechsel. Das Ball gespielt. Bringt uns aber nichts, weil der Ball bleibt. Aber Ben White regelt. Oh Gott. Boah, was passiert hier? Was passiert hier? Das letzte Game war ein bisschen krampfiger als erwartet. Ich mach's direkt kurz und schmerzlos und komme zu den Karten. Also, Giroud ist die klassische Backkarte, aber ich würde nicht den Preis zahlen, wenn es zum Beispiel die Sirlot-SBC gibt, weil die können beide gleich gut köpfen. Da mache ich jetzt nicht den Riesenunterschied. Ich finde, Giroud ist deutlich langsamer. Der verliert extrem viel Pace, wenn er den Ball mitnehmen muss. Keine Ahnung warum. 5 Sterne Skillmoves gegenüber Sirlot, ja, ist cool, aber braucht man die mit so einem Spieler? Weiß ich nicht. Dafür würde ich nicht die Coins bezahlen. Ansonsten kam sein Finesse schon ganz gut. Also ein Silber ist schon stark bei dem. Die Karte ist gut, wenn man die Meta richtig spielt. Aber die Coins dafür bezahlen. Ich glaube, da gibt es günstigere Alternativen. Da denke ich an den Sirlot, da denke ich an den Boniface. Muss auf jeden Fall nicht sein. Renato Sanchez, extrem geil. Der macht richtig Bock zu zocken. Die Beweglichkeit, das Dribbling, der Powerschuss und sein Passspiel. Jeder L1-Dreieckpass kommt wirklich punktgenau.
perfekt getimt. Das ist richtig cool. Also die Karte feiere ich komplett, würde ich jedem ans Herz legen. Macht die SBC, wenn er die nötigen Spieler im Verein hat, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ist eine geile SBC. Und Lookman ist vorne wirklich extrem wuselig. Ich glaube, den kann man auf allen Offensivpositionen im 4-3-2-1 spielen, weil der halt 5 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot hat. Der ist vorm Tor clean, der hat einen super Dribbling, der ist extrem beweglich, der ist schnell. Und wie ihr in der letzten Szene im entscheidenden Spiel gesehen habt, wie ihr den mit links reinbratzt, das ist schon überragend. Also das ist eine richtig coole SBC. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und denkt dran, schaltet zum Real Madrid Past and Present ein. Ich bin gespannt, ob ich damit das 20-0 hole.